Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe von Technic zwei Steckdosen bekommen. Einmal die normalen für drin und einmal so ein Outdoor-Teil, 1 auf 2. Das werden wir zuerst unboxen und dann Hardware-Video natürlich auch nachher machen. Sind mit Wi-Fi, sind mit Alexa und mit Google Assistant und was weiß ich alles kompatibel. Ich bin mal gespannt, welche App jetzt hier unterstützt wird. Ich hatte ja schon mal so eine kleine, die sollen jetzt alle neu sein, die, ja, da war ich gar nicht zufrieden, weil die Technic-App nicht funktioniert hat. Gar nicht funktioniert hat. Und ich habe es dann über, welche App habe ich gemacht? Tuya oder Gosund? Keine Ahnung, über irgendeine App habe ich es dann gemacht und da laufen die auch. Also wenn ihr so eine Steckdosen holt und ihr habt jetzt zum Beispiel schon eine App drauf auf dem Handy und ihr wollt jetzt nicht 20.000 Apps haben, ich habe das alles schon getestet, also gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Meistens sind sie untereinander kompatibel, versucht das einfach mal. Also, was weiß ich, ihr nehmt halt die Gosund-App und versucht die Technic ranzumachen, dann habt ihr nur, oder ihr habt die Tuya-App und macht da Technic oder Gosund rein, das sollte im Prinzip alles funktionieren. Einfach mal testen und so spart ihr euch eine App. Und funktioniert eigentlich in der Regel genauso gut. Aber egal, wir werden jetzt erstmal auspacken, gucken, was sich da hinten da in der Verpackung alles befindet. Wir haben hier eine Erinnerung, dass wir doch bei Amazon eine Bewertung schreiben können. So, dann haben wir eine Anleitung, die bebildert ist. Oh, über Smart Home. What the fuck, wie geil. Smart Life. Nee, Smart Life ist das da. Ich muss mal kurz gucken. Smart Home war ja mit dem anderen Haus. Smart Home habe ich nämlich. Smart Life habe ich drauf. Genau. Und Smart Home war ja das Magic. Also, ich habe es mit Magic-Symbol verwechselt, was für die LED-Strips ist. Obwohl die meisten neuen LED-Strips auch alle auf Smart Life laufen. Das ist super. Also, keine extra Wunsch von irgendeiner App oder so. Einfach eine vorhandene App kann man mitbenutzen. Super. Heft brauchen wir nicht. Die sind eigentlich selbsterklärend. Ach so, okay. Also wir haben jetzt praktisch hier die beiden Steckdosen. Ich zoome euch mal ein Stück ran. Weiter geht nicht. Und da machen wir die hier einfach so rauf, die Gumminippel. So. Und drücken die fest. Und können dann halt auch nur einen abmachen, wenn wir wollen. Ah, hier steht dann nochmal mit 2,4 GHz und alles drauf. Ich mach klipp mir das mal hier rein. So. Die Lösung finde ich gar nicht mal so schlecht. Die ist an sich gut. Wenn sie hält, jetzt geht hier schon nach und nach ein Netz los. Ich finde es halt nur bedenklich, dass das einzeln ist. Und nicht irgendwie nochmal so befestigt ist, dass es dann hier runterhängt. Oder oben drüber ist oder was weiß ich. Weil das, also das finde ich ein Nachteil. Das finde ich nicht so gut. Muss ich auch so offen und ehrlich sagen, auch wenn ich es gratis zur Verfügung gestellt kriegt habe für die Videos. Das geht schnell verloren. Also
Ihr kennt es im Garten, dann macht man sich das in eine Tasche und hat hier zwei Geräte dran. Und Rasenmäher, Radio, was weiß ich. Und danach, was weiß ich, man zieht sich um, weil die Hose dreckig ist vom Rasenmähen. Dann wird das mitgewaschen und man sucht es und findet es nicht mehr. Und dann hängt das so im Garten. Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. So, jetzt geht's wieder. Und dann wäscht man das mit und dann, ach ja, das muss, und dann findet man es in der Tasche, ah, muss ich in den Garten machen. Man kommt nicht gleich dazu, verlegt es und weg ist es. Finde ich bedenklich. Also da hätte ich mir gewünscht, dass das halt vielleicht hier irgendwie noch ein bisschen dran ist. Also das ist okay. Aber nichtsdestotrotz, Verarbeitung sieht ganz gut aus. Wir haben hier einen schönen kleinen Kabel. Wir brauchen ja nicht viel, der soll ja nur rein und dann sollte der hier unten unsere Geräte dranhängen. Oh, was ich sehr gut finde, ist, wir haben hier gleich so eine Halterung. Seht ihr das? Aber wir machen ja Hardware und gleich alles in eben, weil was soll man da großartig Unboxing machen? Dann kann man das gleich dann befestigen, praktisch unterhalb der Steckdose so anhängen. Damit das halt nicht an der Steckdose, wartet mal, ich muss rauszoomen. So, dass es nicht an der Steckdose rumbammelt, sondern nochmal fixiert ist hiermit. Ja, dass es dann halt, wenn man da mal dran ziehen sollte oder wenn irgendwas ist, dass man nicht den Stecker rauszieht oder so. Hier haben wir auch noch eine LED, wird es wahrscheinlich sein. Ich zoome euch nochmal ran. Ja. Also hier oben, das wird, denke ich, mal eine LED sein. Das ist der Knopf. Hier haben wir dann halt ein bisschen stylische Elemente. Technik. S1, S2. Und hinten ist CE, Rohis, die komischen Pfeile, Haus, Viereck im Viereck und Mülltonne. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ist auch harte Plaste. Sieht gut aus. Ja. Also mehr kann ich euch da jetzt im Hardware-Video nicht zeigen. Wir können es jetzt halt mal kurz anschließen. Weil es ist wirklich halt nur eine kleine Steckdose. So. Und wir schließen das jetzt einfach mal an. Ich habe nämlich schon Verlängerungskabel hierher liegt. So. Und ich werde das mal irgendwie so machen, dass ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht. Und ranzoomen. So, ihr seht, dass das jetzt hier so ein bisschen blinkt. Also es blinkt grün, blau leuchtet. Sieht ein bisschen türkis dadurch aus. Aber es ist halt eine. Ich versuche das mal auch näher ranzubringen für euch irgendwie. Ich kann nicht weiter ranzoomen. So. Also es sieht jetzt ein bisschen türkis für euch aus. Es ist aber die blaue Lampe, die ständig leuchtet und die grüne, die temporär leuchtet. Also blinkt. Jetzt nehmen wir uns einfach die Smart Life App vor. So. Ich werde das mal so parallel machen. Ich denke mal, ihr solltet da dann auch was, Hauptsache ein bisschen was sehen können. So, wir gehen dann als erstes oben auf das Plus-Symbol. Das ist, geh mal zurück, das ist gleich oben in der rechten Ecke. Wir gehen auf Plus. Und wir, ja, sind dann auch gleich hier schon bei Stecker. Müssen wir weiter runter. Irgendwo ist doch der. Moment, ich muss mal selber suchen. Stecker, Steckdose, Steckdose, Steckdosenleiste, Steckdosenleiste, Steckdose, Küchen, kleine Haushaltsgeräte. Große Haushaltsgeräte, Getaway, Infrarot, Energy,
Fernseher, die haben so ja Fernseher hier drinne. Ich nehme dann einfach Reihe. Also aus der Kategorie Reihe. Steckdosenleiste Wi-Fi. Zigbee brauchen wir nicht. Steckdosenleiste Over brauchen wir nicht. Bluetooth Wi-Fi brauchen wir auch nicht. Ich nehme jetzt einfach praktisch. Ja, scheiße, es ist halt ziemlich hell. Hier praktisch hier unten. So, seht ihr das. Hier oben haben wir die normalen Steckdosen und dann haben wir hier Wi-Fi-Leiste. Aber halt die chinesische Variante, die nehmen wir jetzt einfach. Der ist schon verbunden. Warum ist denn der schon verbunden? Eigentlich sollte es blinken, aber werden wir gleich sehen. So, 2,4 GHz weiter. Achso, ich muss erstmal gucken, bin ich bei 2,4 GHz drinne? Ja. Entschuldigung. Also die soll jetzt schnell blinken. So, jetzt blinkt sie wieder. Bestätige, dass sie blinkt. Ja, ich versuche das mal so zu machen, damit ihr das seht. So, und wir sind dann eigentlich schon, habt ihr ja schon gehört, dass sie da gerade auf ich Klick gemacht hat. Also wir müssten da, zack und verbunden. Und ich muss noch mal einen Schluck trinken. Ey, ich habe total trockenen Hals. So. Jetzt mache ich das mal ein Stück nach hinten. Und zoome euch mal ein Stück raus. Dass ihr sehen könnt. Och, Katerchen, was ist denn? Ja, der Kater ist gerade ein bisschen liebebedürftig. So, wir haben jetzt den Outdoor-Plug-in. Ne, Plug. Outdoor-Plug. Smart Outdoor-Plug haben wir jetzt eingefügt. Der ist jetzt da. Ich habe vergessen. Dunkler machen. Der ist jetzt eingefügt. War auch recht zügig. Warum die Apps immer weiß sein müssen? Kann man die nicht schwarz machen? Fertigstellung. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, ich habe jetzt zwei einzelne Geräte mit einem schönen Hintergrundbild. Ach, mein Schiss ist wieder zu hell für euch. Und kann die einzeln und auch zusammen. Och, Kater, bleib hier drüben, leg dich hin, alles okay. Aber geh mir nicht auf den Puffer, ja? So. Ich werde das jetzt mal kurz testen. Ich mache jetzt mal alle aus, dann leuchtet es grün. Alle an, dann leuchtet es grün und blau, also türkis. So. Jetzt mache ich sie einzeln aus. Okay, ich habe gedacht, man kann da irgendwie was an der Farbe erkennen, aber leider nicht. Es funktioniert. Auch sehr zügig. So, alle auf. Ach.
Nee, ich will die App jetzt nicht bewerben, jetzt nicht. So. Okay, das hat super funktioniert. Wir können das Gerät selber umbenennen. Wir können es mit bereits mit Amazon Alexa verbunden. Offline-Meldung können wir anschalten. Also so wie ihr von anderen Smart Life Apps, Smart Home Apps auch kennt. Ihr könnt einen Timer stellen, Gruppe erstellen. Das wird unterstützt für Alexa, Google Assistant, Smart Things, Xanadu, Tencent, Xiaomi, Xiaowei, IFT und Rootkit. Nee, Rookit. Ohne D. So, wir haben eine IP-Adresse und alles drum und dran. So, jetzt werden wir mal sehen. Wir haben das jetzt noch nicht in Alexa eingebunden. Wie heißt der? Switch 1 und Switch 2. Switch 1 an. Switch 1 an. Switch 2 an. Achso, nee, die heißen ja nicht mehr Switch, die heißen, doch Switch. Gut, und das hat nicht geklappt. Gerät hinzufügen. Ich wollte halt nur mal testen, ob der. Smart Life. Ob der das automatisch erkennt. Also automatisch von sich aus zu Alexa schickt oder so. Und wie das mit den Skills funktioniert. Hat nicht funktioniert. Jetzt rufe ich gerade halt über Punkt halt ab, ob ich neue Geräte bei Smart Life drin habe. Also er sucht jetzt, also Alexa sucht jetzt praktisch nach neuen Geräten in Smart Life. Müsste so ein Gerät finden. Drei Geräte gefunden. Ah, nee, ja, stimmt. Einmal eins steuern und jedes einzeln. Okay. Weiter. Smart Outdoor Plug und Switch 1 und Switch 2. Gut. Ich muss mal gucken, ist der jetzt. Okay. Wenn wir jetzt erst hit. Smart Outdoor Plug an. Smart Outdoor Plug aus. Smart Outdoor Plug aus. Switch 1 an. Switch 2 an. Achso, muss ich wieder stoppen? Switch 2 an. Switch 1 aus. Switch 2 aus. Also hat funktioniert. Also auch mit dem Bild von der App finde ich ganz gut im Hintergrund. Hoppala. Also hat alles jetzt auf Anhieb funktioniert. Wie immer. Also die Geräte heutzutage sind wirklich sehr zuverlässig geworden. Guckt aber auch noch die Ausgabelast auf dem Gerät an, mit wie viel ihr belasten könnt. Also nicht, dass er zu hoch belastet.
Ich wollte halt auch mit dem Testen, ich wollte nur mal testen, ob hinten im Hintergrund irgendwelche Daten geschickt werden, schon mal im Vorab, aber das halt nicht. Man muss halt immer dann halt noch vorher bei Alexa nach neuen Geräten suchen und dann werden die angezeigt, die neuen Geräte. Das ist also so, von der Verarbeitung bin ich sehr zufrieden. Macht einen wertigen Eindruck. Der Kabel, Stromkabel, der ist sehr dick. Wir haben eine schöne Halterung. Wir haben eine LED, wenn es an ist und aus ist. Ich muss aber nochmal was testen. Kann man mit dem Stromknopf die Geräte auch einzeln an- und ausschalten? Weil bei einer anderen Steckdose, die ich habe, geht das. So. Nee, geht. Das ist sehr schade. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht mit Doppelknopfdruck. Okay, da hätte ich jetzt mir mit Doppelknopfdruck gewünscht oder so. Oder einen größeren Knopf, der zweigeteilt ist, dass man die Geräte, also die Steckdosen, einzeln an- und ausschalten kann. Also bei meinem anderen ist es, der ist von mir aus, da hat man dann einen größeren Taster. Da hat man die obere Hälfte für die eine Steckdose, die untere Hälfte für die andere Steckdose. Oder man drückt halt komplett den ganzen Knopf, dann sind beide aus. Das fehlt mir, das finde ich schade, aber es ist nicht schlimm. Viel schlimmer finde ich, dass das hier nicht festgemacht ist. Also da würde ich mir wünschen, beim nächsten Modell, also wenn da noch was verbessert wird, auf jeden Fall die fixieren, damit die dann, wenn man sie abmacht, hier unten wenigstens dran rumbammeln, damit die nicht verloren gehen. Also das würde ich mir wünschen, also auf jeden Fall. Und halt vielleicht über den Knopf nochmal nachdenken, einen größeren Knopf zweigeteilt. Das wäre auch noch ganz hilfreich. Aber sonst lässt es keine Wünsche übrig. Also es funktioniert, wie es soll. Es macht das, was es soll. Strom. Man kann sich nicht beschweren. So, der geht dann nämlich jetzt demnächst zu meiner Mutter im Garten. Für den Outdoor-Bereich, für die Radio und Handy und so, was sie da denn laden will. Und bei der Innenwandseite, da ist halt so ein bisschen, wenn viel Wind kommt, kommt da halt Regen durch. Und deswegen will sie da lieber so eine Sicherheitssteckdose haben. So, im nächsten Video werden wir uns dann halt die kleineren angucken. Für zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.